Hallo, hallo. Schönen Abend. Ich habe da noch ein bisschen weiter die Mini-Books, Mini-Alben noch ergänzt. Und zwar, ich hatte ja noch diese selber die Karten noch liegen, ne, die ich in diese Taschen reinstecken möchte, wollte, ne? Und habe es jetzt gemacht. Ja, und wegen der Klebe Schicht, ne, was da klebt, musste ich die eine Seite musste ich kürzen, habe ich 2 Zentimeter abgeschnitten eben. So, und diese 2 Zentimeter habe ich da aufgeklebt als eine Tasche, so ein Einsteckfach. Na komm, so, ne? Naja, warum auch nicht? Und dann ist es eben, wenn, dann kann man auch so nehmen, ne? Rausnehmen und so ein dekorieren dann. Und auf der Seite habe ich auch noch so ein Steckfach gemacht. Da kann man was noch reinstecken, Text oder ein paar Fotos noch. Oder, ne? Verschiedene. Und da kann man auch noch Spruch drauf machen. Ja, und dann steckt sich schön rein. So, und dann, das habe ich hier aus dem Block, ne, der ist ja aus dem Kick, und die restlichen Papiere eben rausgeholt und eben dann noch gestanzt. Ich habe hier paar Stanzer. Da habe ich diesen genommen. Ich glaube, das ist auch ein alter Stanzer von Avec. Es ist noch HSE, glaube ich. Damals noch gewesen. So, mit dem habe ich das da, diese Bordüre da gestanzt. Aus Resten von eben, ne, da von sowas. Und da gab es Streifen noch. Und die zweite Seite gegen Teil, ne? Das habe ich da genommen. Als negativ, positiv oder wie sagt ihr? Ja, habe ich noch hier reingeklebt. Dachte ich, jo, geht auch, ne? So, das ist das da. Und hier ist noch ein Teil, das ist von dem Blau dann auch als Bordüre. So, hier habe ich auch damit geschmückt und wie gehabt auch das gleiche Papier. Hier so eine Tasche, kleines Steckfach und dann auch eine Bordüre aufgeklebt. Und dann hat man so eine da schon mal keine Fotos oder auch irgendwas da noch reinkleben. Und hier wieder so eine Stecktasche, ne, für Text und so weiter. Da habe ich ja schon gesagt. So, da ist die nächste, habe ich jetzt so dekoriert auch. Dann ist die Tasche hier und dann das Reststück, wie gehabt, auch hier eine Tasche. Ja. Viele Taschen, ne? Aber doch, finde ich, warum auch nicht? So, ne? Und dann ist es auch da. Da habe ich auch getauscht von dem Stückchen, diese Bordüre. Zweite Teil. Ja, hier ist die nächste. Ist auch dann so dekoriert, auch so eine Stecktasche. Nicht Tasche, sondern kann man ja wie so eine Banderole. Und hier noch auch wieder ist ein Streifen und dann ist da diese Steckfach, so ein kleines. Genau. So, das war's dann. Hier sind ja auch noch Taschen. Zwei jeweils hier und vorne zwei.
da kann man schon selber was dann rein verstecken oder auch was schenken, wie so ein Geheimfach, ne? Hier habe ich noch so diesen Diamant aufgeklebt, ne? Da habe ich die dann. Und ja, diese bewegliche, ne? Wisst ihr ja, hatte ich gemacht mit dem Bewegungsmechanismus. Ja, ich habe ja ein Video auf dem Kanal dazu und das ist dieses. Und bei dem habe ich dann auch mit dem Rest noch Papier aus diesem Block weitergestaltet. Auch diese Taschen, Einstecktaschen. Diesmal habe ich mit diesem Stanzer gestanzt. Ist ja auch aus dieser Serie. Ne? Hatte ich, glaube, es sind 6 Stück verschiedene. Und die zwei, die machen einen Rand, stanzen ab, ne? Und deswegen dachte ich, ja, ist schön. Ja, habe ich dann das und auch so eine Stecklasche. Ja, genau, kommt. Nein, und wie gehabt, hier 2 cm, eben eine Seite musste gekürzt werden wegen der Klebeschicht. Hier ist ja verklebt, ne? So, das ist das eine. Hier musste ja ich nichts machen, hatte ich ja schon, weil ich auch da das so hatte. Und da habe ich eben, die Teile sind geblieben. Hatte ich auch noch ein paar Abschnitte. So, hier noch die nächste. Sind eben aus dem gleichen Thema. Auch so eine Einstecklasche. Und da ist es wieder gestanzt. Auch so eine Tasche. Ja, und dann kommt das wieder. So, wie ich die Alben gemacht habe, habe ich ja ein Video auf dem Kanal, könnt ihr mal gucken, wenn es interessiert. Ja, finde ich ja, diese Bordüre ist echt geeignet gewesen. Ist ja sehr alt, aber alte Schätze sind immer, darum heißen die alte Schätze. Ne? Ja, und das noch ein bisschen, naja, fast aus dem gleichen, aber ist ein bisschen kleiner Unterschied. Und hier noch dann die Einstecktasche. Da ist die Quer. Einstecklaschen, ne, kann man dann was reinstecken. Wie gehabt, auch 2 cm abgeschnitten und hier eben aufgeklebt, ne, dieses Streifen dann. So, das war das. Und ja, wie gehabt, hier hat man auch dann noch hier eine Tasche, da kann man auch noch was. Ich dachte, nee, werde ich nicht machen, weil das ist ausreichend, finde ich. So, ja, das sind die zwei. Habe ich ja schon gezeigt, wie ich die dekoriert habe. Aber finde ich ja doch gut gelungen. Aus Briefumschlägen, ne? Sind ja diese gemachte Briefumschläge-Sets. Sind diese da aus Action, ne? Solche 8x Umschlag und 8x Karte. 13x13, ne? Und finde ich, ist ausreichend. So, und das ist dieses kleine Video, so ein Update zu den Ergänzungen, was ich so noch ergänzt habe. Ne? So, diese Taschen noch alle reingesteckt und dekoriert. So, ihr Lieben, dann danke fürs Zuschauen und bis demnächst. Alles Gute!